Servus Performance Law Friends, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind momentan noch hier, wie man sehen kann, in Köln. Und jetzt geht es für uns ab nach Meinerzhagen zu den Speed Days. Wir freuen uns, euch mitnehmen zu können, weil es ist Season Opening. Yeah! Ja, Performance Law Friends, wir sind jetzt hier angekommen in Meinerzhagen. Wie ihr seht, hinter mir parken schon ein paar Autos. Hier ist die VIP-Lounge, die VIP-Area, sagen wir so, wo man mit dem VIP-Ticket reinkommt. Das sind auch dann die Food-Trucks. Wir sind hier seit ca. 11.30 Uhr und das hört gar nicht mehr auf. Am laufenden Band kommen hier Autos rein und es hört nicht auf. Und wir laufen jetzt einfach mal nach da hinten und schauen mal, was wir dort alles finden. Ja, Performance Law Friends, was soll ich sagen? Wenn man Meinerzhagen denkt, dann denkt man erstmal, ja gut, okay, ein kleines Treffen. Mittlerweile hat sich das so dermaßen entwickelt. Also es ist wirklich unglaublich, wie viele Leute kommen. Es ist arschkalt, man kann es nicht anders sagen. Wirklich saukalt, aber es sind trotzdem Leute da ohne Ende. Die Sonne scheint hin und wieder mal. Man merkt es ganz genau, wann sie da ist und wann sie nicht da ist. Aber ihr seht es ja anhand der Bilder, wie viele Leute hier da sind. Das heißt, auf jeden Fall vormerken, die Track Days von Speed Days und natürlich dann auch das Closing, wo wir wahrscheinlich dann auch wieder da sein werden. Also auf jeden Fall, vorbeischauen lohnt sich. Vorbeischauen lohnt sich! Und deshalb würde ich sagen, stellen wir gleich mal vier Autos vor. Aber bevor wir zu den Autos kommen, Gianni, komm zu mir. Wir haben nämlich heute natürlich die Einladung von Matthias bekommen. Das ist der Veranstalter hier von den Speed Days. Wir haben noch ein paar Partner da unten stehen, unter anderem auch dich, Gianni. Wir haben uns auf der EMS dieses Jahr kennengelernt. Was macht ihr hier? Ja gut, ich meine, wir sind schon lange da. Matthias hat gerufen und gesagt, Jungs, ich brauche hier noch ein bisschen Boden. Und mittlerweile hören wir den Spruch öfters und deswegen haben wir natürlich gesagt, wir kommen jetzt schon seit 4 Jahren hierher und deswegen war es dann auch Selbstverständlichkeit, dass wir 500 Kilometer sind so tatsächlich hier hoch, hierher kommen, genau richtig. Und wir finden das eine geile Sache, was ihr macht. Das braucht auch Mut, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und deswegen haben wir gesagt, hört sich gut an, ist mega cool und da wollen wir natürlich dann auch unterstützend da sein. Genau, so viel kann man nämlich verraten. Ihr findet It's Tuning Not Racing nämlich dieses Jahr auf der Essen Motor Show an einem richtig geilen Punkt. Man kann es eigentlich nicht übersehen dann, den Messestand. Ich will noch nicht zu viel verraten, es wird in der Halle 6 sein. Und wir freuen uns da mega drauf, denn all diese Autos, die wir hier bei Dreambuilds immer vorstellen, die werden als Messe-Highlights dann auch präsentiert. Einige Autos sind dabei, wir haben wieder die Drifter am Start in der Halle 4 und du bist ja auch wieder dabei, weil so haben wir uns auch kennengelernt. In der Halle 6 seid ihr dabei. Jawohl, genau richtig. Wir sind in Halle 6 dabei, meistens hinten, da haben wir einen Stand mit 250 Quadratmeter und gucken, dass die Leute bodenständig werden. Ja. Sehr guter Werbespruch. Also, danke Gianni, dass du hier bist oder dass du immer noch mit deinem Team hier bist unten.
euch kann man unten an der Händlermeile auch treffen. Ja, Performance of Friends, das war Season Opening von Speed Days. War wieder mega cool. Wetter hat Gott sei Dank mitgemacht und gehalten. Sind wir froh. Ja, ihr seht ja ordentlich was los hier, wenn wir uns mal kurz komplett drehen. Hier rum. Drehen, 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 drehen. Jawohl, genau richtig. Also man sieht jede Menge los hier. War wunderschön. Hat sich gelohnt, dass wir die 500 Kilometer gekommen sind. War auch schön, euch mal wieder zu sehen. Vielen Dank auch hier an der Stelle an euch, meine ich, Matthias und Agi, die dieses Event ins Leben gerufen haben, die dieses Event austragen. Auch vielen lieben Dank an der Stelle an alle Helfer. Ihr habt einen Bombenjob gemacht, war super organisiert. Bis dann, macht's gut, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.